Mein Name ist Lutz Mädler und ich leite hier an der Universität Bremen das Fachgebiet für mechanische Verfahrenstechnik im Fachbereich Produktionstechnik und bin gleichzeitig einer von drei Direktoren am IWT. Also das Foto ist aus einem Urlaub um 1997 und es ist in Island. Das sieht man an diesen Eisbergen und es ist ein Sommerurlaub. Und ich kann mich noch erinnern, damals hatte ich gerade meine erste Stelle als Doktorand bekommen, das war eine halbe Stelle. Und meine Freundin und ich, wir haben unser ganzes Geld genommen und in diesen Urlaub gesteckt, um einmal nach Island zu fahren. Und das war unser großer Traum und ist auch ein ganz, ganz toller Urlaub gewesen. Ich habe mich auch relativ schnell wieder daran erinnert. Und man sieht so ein bisschen auch mit dem, was ich heute mache, dass Steine sind so wie Partikel und der eine Stein, der geht kaputt und das finde ich schon irgendwie fast wie Werkstofftechnik. Also 2007 hatte ich meinen Ruf hier nach Bremen bekommen. Ich hatte mich also nach Bremen beworben und wurde auch als Erstplatzierter aufgerufen zu verhandeln. Und im selben Moment hat natürlich, ich war zu der Zeit in Los Angeles an der UCLA, und zu derselben Zeit hat natürlich auch da der Dekan angefangen, nochmal mit mir zu verhandeln und auch da Faculty Position und musste mich letztendlich entscheiden, ob wir, also wir, ist eine ganze Familie jetzt geworden von 97 zu 2007, ob wir in den USA bleiben oder ob wir nach Bremen gehen. Und es war keine einfache Entscheidung und es war auch nicht nur meine Entscheidung alleine. Und von daher war es ein ganz, ganz spannendes Jahr. Ich habe in der Zeit die Universität Bremen sehr wahrgenommen, weil ich musste mich natürlich vorbereiten auf meine Berufungsverhandlungen und meine Bewerbung. Und war auch wirklich fasziniert. Also gerade in meinem Gebiet, diese Zerstäubungstechnik ist deutschlandweit wirklich einmalig, finde ich. Und auch weltweit hat sie ihren Ruf hier in Bremen. Ja, was habe ich vom nächsten Jahrzehnt erwartet? Ich glaube, ich erwarte immer gar nicht so sehr viel. Aber ich habe natürlich schon versucht, mich in das ganze System einzuarbeiten, wieder ins ganze System Deutschland. Also wir kamen nach 10 Jahren dann irgendwie zurück nach Deutschland und habe auch schon erwartet, dass man versucht, dass ich integriert werde und auch mich integrieren kann und meine eigenen Ideen verwirklichen kann. Das waren so ein bisschen die Erwartungen, die ich hatte an Bremen. Und auch mal Dinge, Zeit habe für Dinge, die man sonst vielleicht bisher nicht gefunden hat und sagt, ja, man hat jetzt wirklich seine Möglichkeiten. Was erwarte ich heute von der Zukunft? Ich denke, dass wir immer mehr verschmelzen werden mit dem maschinellen Lernen. Ich glaube, dass die ganze Menge an Daten, die es immer mehr gibt und die immer schneller ausgewertet werden können und auch dass die Entwicklung von künstlicher Intelligenz, dass die uns in den nächsten Jahren ganz, ganz schwer beschäftigen wird. Und nicht nur in der Produktion und im täglichen Leben. Also man gibt heute schon Handys, die haben diesen maschinellen Lernchip integriert, sondern auch in der Forschung. Und ich glaube, wir sollten in der Forschung auch offen sein für diese neuen Konzepte und auch unser Denken und unser Handeln einfach so machen, dass wir das mit einbeziehen können. Und dass wir wirklich zusammen mit der künstlichen Intelligenz einfach neue Stärken entwickeln. Das, denke ich, ist das nächste Jahrzehnt.